Wie auch die Modelle Aquasport und Supersport ist auch die Pro Trail von Circula in Zusammenarbeit mit den Kunden von Circula entstanden. Eine, wie ich finde, sehr außergewöhnliche und zudem auch wirklich preiswerte Uhr. Hallo und willkommen bei WatchMaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du wieder reingeklickt hast. Heute geht es um ein neues Modell von Circula, um die Pro Trail. Keine Taucheruhr wie die Supersport oder die Aquasport in der Vergangenheit, sondern etwas anderes, vollgepackt mit sehr interessanten Features, wie ich finde. Und ich glaube, man kann diese Uhr im Alltag wirklich gut verwenden und gut tragen. Wirklich gut fände ich es auch, wenn du einen Daumen nach oben da lässt und vielleicht sogar meinen Kanal abonnierst, denn es hilft mir, euch weiterhin solch tolle Uhren zu zeigen, wie die Circula Pro Trail. Die Circula Pro Trail ist in Zusammenarbeit mit den Kunden von Circula erfolgt, zum Teil auf der Webseite von Circula, aber auch im Uhrforum www.uhrforum.de. Cornelius Huber, der Inhaber und Geschäftsführer von Circula, hat einige grundsätzliche Vorstellungen, wie eine Uhr aussehen könnte. Bevor er an die Öffentlichkeit geht, stimmt er das mit sehr wenigen Personen ab, welche Gehäuseform grundsätzlich in Frage kommt. Dieses Mal bin ich auch vorher gefragt worden, hatte so eine Idee, was kommt, sowohl von dem, was die Uhr darstellen soll, als auch in welche Richtung es stilistisch und vom Gehäuse her gehen kann. Die Feinabstimmungen wie endgültige Gehäuseauswahl, Zeiger, Farbvarianten und so weiter nimmt er aber in Zusammenarbeit mit seinen Kunden vor, was ich wirklich sehr gelungen und sehr interessant finde. Die hier vorliegende Uhr ist, wie anfangs erwähnt, keine Taucheruhr, sondern dem Field Watch Design angelehnt, heißt entsprechend auch Pro Trail. Und kommt mit mehreren, wie ich finde, sehr interessanten Features daher, wie zum Beispiel das gehärtete Gehäuse. Das Gehäuse ist kolsterisiert, das heißt, es wird Kohlenstoff in die Stahlstruktur eindiffundiert, sodass es keine gehärtete aufliegende Schicht gibt, sondern das Gehäuse in einer vordefinierten Tiefe eingehärtet ist und damit wesentlich kratzresistenter ist als normaler Stahl. Dadurch verändert sich üblicherweise die Farbe leicht, es wird leicht dunkler. Das fällt mir hier bei dieser Uhr interessanterweise überhaupt nicht auf, was vielleicht an der Oberflächenbehandlung liegen mag, die relativ grobporig perlgestrahlt ist. Also es hat einen sehr grob aussehenden Charakter. Die Uhr ist aber nicht rau, es wirkt nur so und hat zudem eine polierte Kante an der Lünette oben, wirklich sehr interessant gemacht, wie auch die Rückansicht mit den verschiedenen Feldlinien, die auf eine zweite Besonderheit hinweisen. Die Uhr hat einen Weicheisenkäfig und ist damit gegen Magnetismus oder magnetische Einflüsse geschützt, sodass die Uhr auch Magnetfeldern ausgesetzt werden kann, ohne dass sich direkt das Gangbild verändert und die Uhr entmagnetisiert werden muss. Also die Härtung des Gehäuses in Verbindung mit dem Magnetfeldschutz finde ich schon wirklich sehr, sehr angenehm und sehr passend. Die Krone ist verschraubt, wir haben hier keinen Kronenschutz und wie ihr sehen könnt, auch die Flanken sowohl auf der 3 Uhr als auch auf der 9 Uhr Seite sind speziell designt. Sie sind etwas ausgefräst und hier ist nochmal eine etwas gröbere Struktur angelegt, sodass die Uhr auch hier von der Seite gesehen nochmal einen etwas anderen Anblick und eine etwas andere Nuance hat als die Gehäuse üblicherweise haben. Ja, jetzt schauen wir uns doch gleich einmal die Maße an, denn die sind in meinen Augen wirklich sehr angenehm und sehr gut tragbar. Ursprünglich sollte die Uhr etwas kleiner sein, aber in den Abstimmungen mit den Kunden hat sich gezeigt, dass die Mehrheit doch die etwas größere Gehäusevariante bevorzugt und aus diesem Grunde
ist der Durchmesser jetzt bei 40 mm und nicht wie ursprünglich geplant 38 oder 39. Die Bandanstoßbreite beträgt 20 mm. Auf der Vorderseite haben wir ein entspiegeltes Saphirglas. Die Horn-zu-Horn-Abstandsbreite sind 46 mm und die Uhr ist 12 mm dick. Die Uhr wird angetrieben von einem Sellita SW200-1 und ist bis 150 Meter wasserdicht. An meinem Handgelenk, jetzt im Sommer und nach ein paar Pizzen zu viel, 17,5 cm, sieht die Uhr wirklich gut aus. Und auch das Sailcloth-Armband, das Segeltuch-Armband, passt in meinen Augen sehr gut zu der Uhr und macht die Uhr sehr angenehm tragbar. Später im Jahr soll auch noch ein ebenfalls gehärtetes Metallband nachgereicht werden. Ich persönlich muss sagen, diese Uhr gefällt mir an einem schönen Stoff- oder Lederband ausgesprochen gut. Ich weiß gar nicht, ob ich hier unbedingt ein Stahlband zu bräuchte, aber das ist nur meine ganz persönliche Meinung. Die Schließe ist auch etwas anders als bei den anderen Zirkularuhren, ebenfalls wunderschön mattiert. Und das Ziffernblatt, was ihr hier seht, ist im Ton etwas dunkler, etwas gelblicher geworden als ursprünglich geplant. Die ursprüngliche Farbe war sandfarben, aber das zeige ich euch später im Video noch, wenn ich euch auch die anderen Varianten der Uhr zeige. Das Gehäuse ist in meinen Augen ein sehr außergewöhnliches Gehäuse, habe ich in der Form noch bei keiner anderen Uhr gesehen. Die unterschiedlichen Facetten und Winkel finde ich gut, fallen aufgrund der Mattierung nicht unmittelbar ins Auge, sondern man muss schon ein kleines bisschen genauer hinschauen. Und die polierte Kante der Lünette macht mir persönlich ausgesprochen viel Spaß. Trotz des dunkleren, etwas gelblicheren Ziffernblattes ist die Uhr sehr gut ablesbar. Und zur Ablesung gehört natürlich auch die richtige Zeigerstellung bzw. das richtige Setzen der Zeiger. Und auch das schauen wir uns jetzt einmal an. Die Krone lässt sich mit Handschuhen sehr gut bedienen. Ich hatte ursprünglich ein, zwei Bedenken, weil die Krone etwas konisch zuläuft und nach außen hin etwas schmaler wird, aber sie lässt sich wirklich sehr gut bedienen und das ist mir persönlich immer wichtig. Mein Test ist immer der Handschuhtest, auch wenn ich im Alltag eigentlich so gut wie nie Handschuhe trage. Wenn ich sie mit Handschuhen gut bedienen kann, kann ich sie auch sonst unter allen Umständen und allen Bedingungen gut bedienen. Das ist also mein persönlicher Test. Wie ihr hier sehen könnt, die Zeigerform ist auch nicht eine ganz alltägliche. Auch hier hat Zirkular ein kleines bisschen etwas Außergewöhnliches, nicht ganz Alltägliches gewählt. Gefällt mir wirklich sehr gut. Und jetzt stoppen wir auf 12 bzw. nahe der 12. Genau habe ich es nicht getroffen. Und schauen uns an, wie die Zeiger gesetzt sind. Erfahrungsgemäß sind sie sehr gut gesetzt. Und das schauen wir uns jetzt hier auch noch einmal an. Ja, der Sekundenzeiger ist leicht neben der 12, das hatte ich gesagt, aber Stunden- und Minutenzeiger passen sehr gut. Da gibt es überhaupt nichts zu kommentieren, nichts zu bemängeln. Das ist ein wirklich gut gesetzter Zeiger. Bei der Gelegenheit schaut euch mal die beiden Zonen des Ziffernblattes an, den äußeren Bereich, wo die arabischen Ziffern stehen und der innere Bereich, wo die Skalierung 13 bis 24 steht, also quasi die militärische Zeit. Und achtet mal darauf, ob euch hier ein unterschiedlicher Farbton auffällt, der über die Tatsache hinausgeht, dass der innere Teil mit konzentrischen Kreisen ausgestattet ist, der äußere aber nicht. Ich komme da nachher noch drauf zurück, das hat noch eine Bedeutung. Persönlich ist mir kein Farbton aufgefallen. Die Ausfräsungen sind im Übrigen sehr sauber gemacht und der innere, etwas gröber wirkende Teil ist auch nicht rau oder so, dass man das Gefühl hat, es wäre unangenehm. Die Uhr ist in allen Bereichen wirklich angenehm zu tragen
Und die Optik unterscheidet sich doch deutlich von den allermeisten Uhren in meinem Kasten. Und das mag ich sehr und auf sowas stehe ich total. Insofern feiere ich die Uhr ein kleines bisschen, insbesondere auch wegen der besonderen Features, was die Härtung des Gehäuses und den Magnetfeldschutz betrifft. Die Optik ist immer eine Sache, die kann man mögen, muss man aber nicht mögen. Aber zu der Optik komme ich später nochmal. Vorher möchte ich euch noch die Uhr bei Nacht zeigen. Und da wird es jetzt entsprechend interessant, was den inneren und äußeren Kreis betrifft, wie ihr hier sehen könnt. Wir haben nämlich hier einen, ja, wie soll ich sagen, Halbleuchtkeks mit leuchtender Krone. Der innere Teil des Ziffernblattes mit den konzentrischen Kreisen ist nicht mit Leuchtmasse ausgelegt. Der äußere hingegen schon, und zwar mit Old Radium. Die Zeiger sind mit BGW9 ausgelegt, sodass wir auch eine zweifarbige Leuchtmasse haben. Die Zeiger leuchten bläulich, der äußere Ring gelblich. Und dadurch, dass der innere überhaupt nicht beleuchtet ist, ist die Zeit immer gut ablesbar. Es gibt Uhren, wo sowohl Blatt als auch Zeiger leuchten, sodass sich kein rechter Kontrast einstellen mag. Hier finde ich das komplett unproblematisch. Durch den nicht beleuchteten Innenteil sowie die unterschiedlich gefärbte Leuchtmasse von Blatt und Zeigern. Finde ich richtig gut und auch die Zeigerbreite erlaubt es, einen relativ breiten, nicht mit Leuchtmasse versehenen Rahmen zu lassen, sodass die Zeiger wirklich gut und auch lange erkennbar sind. Die Uhr kommt in drei unterschiedlichen Modellen. Das hier gezeigte ist das mittlere, das, wie ich erwähnt habe, sich in der Farbe etwas noch verändert hat. Auf der linken Seite haben wir das Ursprungsmodell, schwarz mit innenliegenden orangenen militärischen Zeitangaben. Und auf der rechten Seite haben wir eine sehr reduzierte Uhr mit einem gehärteten und schwarz beschichteten Gehäuse. Das ist dann mehr eine zivilere Uhr. Die anderen beiden gehen tatsächlich von der Idee und vom Stil her Richtung Fieldwatch. Auf der rechten Seite fehlen die militärischen Zeitangaben in der Mitte, sodass das eine eher zivilere Variante ist und mit dem schwarz gefärbten Gehäuse auch durchaus sehr interessant ist. Ich hatte übrigens die Möglichkeit, nicht dieses Gehäuse, sondern das Gehäuse der Aquasport zu testen, welches sowohl gehärtet als auch schwarz beschichtet war. Und ich habe wirklich drauf rumgetrümmert. Ich habe hier mit einem Schraubenzieher vom Taschenmesser wirklich hart draufgeschlagen. Und auch andere vor mir haben das Gehäuse massiv malträtiert. Die Kratzer ganz rechts sind nicht von mir sind nur die kleinen Ditsche oben an der Kante und ihr habt gesehen, wie ich drauf getrümmert habe. Mein Vorgänger, der die Uhr hatte, hat die Uhr auch aus 3 Meter auf einen Steinboden fallen lassen, also das Gehäuse. Ich bin ganz sicher, ohne Härtung, ohne Beschichtung sähe das Gehäuse ganz, ganz übel und komplett anders aus. Den Preis zur Uhr habe ich euch eingeblendet, als ich euch die 3 Varianten gezeigt habe. Das schwarz beschichtete Gehäuse wird, glaube ich, sehr unempfindlich sein aufgrund der Härtung und der Beschichtung. Ich persönlich kann mich aktuell noch nicht entscheiden, ob ich die Ursprungsvariante in Stahl schwarz mit den orangenen innenliegenden militärischen Zeitindizes wähle oder diese hier. Da bin ich wirklich hin und her gerissen. Sicher ist aber, eine der beiden wird bei mir einziehen. Ich kann mich nur noch nicht hundertprozentig entscheiden, welche. In jedem Fall glaube ich, dass das eine Uhr ist, die sehr, sehr gut in meine Sammlung passt und die auch wirklich extrem gut als Alltagsuhr dienen kann aufgrund der Größe, aufgrund der Spezifikationen, was Saphirglas, Wasserdichtigkeit, Leuchtmasse, Magnetfeldschutz, Größe, verschraubte Krone, Nachtablesbarkeit und andere Dinge betrifft. Wirklich eine wunderschöne Alltagsuhr zu einem sehr moderaten und erschwinglichen Preis, insbesondere in der im September laufenden Vorbestellerphase. Was mich interessieren würde, ist,
wie ihr die Uhr findet, ob ihr vielleicht sogar am Design mitgewirkt habt, ob ihr im Uhrforum seid. Habt ihr eure Meinung zu der Uhr geschrieben? Sind eure Ideen eingeflossen oder hättet ihr andere Varianten bevorzugt? Schreibt mir das alles doch wirklich gerne in die Kommentare und vielleicht auch, welche Uhr ihr euch in dem Angebot von Circular als nächstes vorstellen könntet. Ich habe da so die ein oder andere Idee und bin sehr gespannt, was eure Ideen zu einer möglichen nächsten Uhr wäre. Ja, in diesem Sinne, bleibt bitte gesund, erfreut euch an euren Uhren, freut euch auf meine nächsten Videos und bis dahin, tschüss, euer Axel.